Hallo Leute, ja, wir sind hier auf offenem Feld bei unserem Schlachtfeld, wo die Schlacht war. Und ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier weiterkommen. Wir müssen natürlich unsere Toten beerdigen. Dafür brauchen wir Coffins und so. Haben wir noch gar nicht gemacht. Und die sind natürlich jetzt hier gerade not amused, ist klar. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir noch eine Squad weiter ausbauen, gucken, wie groß die noch ist. Dass wir da schauen, dass wir da weiter Leute einstellen. Okay, ich würde sagen, nach dem Logo gehen wir auf den Großbildschirm. So, okay, das bedeutet, kurz vorm Eingang ist das Ganze passiert. Wir brauchen Coffins, haben wir gesagt. Das heißt, das müssten wir hier machen. Ne? Ah, jetzt habe ich gerade den Typen erwischt. Wir müssen hier was umbauen. Add new task machen wir erstmal. Coffins. Die machen wir repeat, das machen wir aus. Wir sind noch nicht am Spielen. Das Spiel laufen lassen, machen wir jetzt. Jetzt müsste der hier gleich den Rock Throne aufhören und dann müsste Rock Coffin anfangen. Und dann machen wir ein paar mehr. Passiert hier noch was? Ja, jetzt passiert das. Gut, jetzt müssen wir Coffins machen. Dafür müssen wir natürlich auch irgendwo eine Stelle haben, wo wir die Zwerge beerdigen. Ne? Ja, das ist dann die Frage, wo. Das war wieder die falsche Taste. So, jetzt haben wir die richtige. Ja, wir können das hier. Stellen wir uns die Frage, wo wir die beerdigen. Also hier beim Eingangsbereich finde ich es jetzt nicht so praktikabel. Wie weit sind wir denn runtergegangen? Einiges, ne? Komm, dann machen wir das mal hier hin. Das macht auch gleich einer. Ist nur die Frage, mach das mal so. So. Gut. Dann kommt da wieder ein Feld hin und da ein Feld hin. Dann machen wir 3x3 oder auch eigentlich nicht so groß, oder? Aber weil es standardmäßig ist, machen wir das so. So, machen wir 6. Oder machen wir, komm, noch 2 mehr. So. Hier ist der Gang in gesamter Breite noch. Das muss natürlich noch einer ausheben, ne? Das müssen wir schauen. Was ist das hier? Okay, da holen die jetzt noch Sachen weg, oder? Ja, das sieht so aus. Ja, und die müssen wir jetzt hier noch. Copper Battle Axe. Okay, wieder ein bisschen rauszoomen. Die Frage, wann wird hier gegraben? Ne? Das ist die Frage. Und wahrscheinlich ist jetzt das Problem, dass genau der, der graben würde, wahrscheinlich gestorben ist. Okay. Warum stehst du hier so rum? Spielt. Neighbor. Let us play make believe. No squad assigned, swords. Items. Ist er verwundet? Nein. Hier sind die Neighbors. Der hat aber gar nichts. Ich weiß auch nicht, warum der da rumsteht.
Halt mal was an. Was haben wir hier für einen? Stone Cutter, Stone Carver. Brauchen Miner. Hier stehen noch zwei rum. Carpenter, Tanner, Stonecrafter, nee. Stonecrafter, Stonecutter, Carpenter. Wo war das? Skills. Labor. Hier passiert irgendwie nichts. Außer Skills. Ich stelle mir gerade die Frage, wie ich das bei denen einstellen kann. War das hier rüber? Warp Orders. Ja, die können wir dann eingeben, aber das ist jetzt nicht der Weg, ich glaube. Rages. Warte mal, das hier ist ein Miner. Wo ist denn der? Der ist hier oben am Vorwerken, okay. Dann dauert das da unten natürlich noch einiges. Lassen wir laufen. Ja, okay. Der ist ja schon relativ zügig, dann geht das schon. Kriegen wir schon hin. Was sind das denn hier für? Ah, sind Puppies, Hunde, kleine. Oh, jetzt geht er weg. Ja, der hat einen schlechten Gedanken hier, ne? 12 Jahre alt ist der erst, okay. Hier sind die Gedanken. Ja, wie sieht's hier aus? Ist noch keiner beerdigt. Haben wir jetzt Coffins? Wo sind die Coffins? Blocks? Oh, das ist eine lange Reihe hier. Ja. 2, 4, 5 haben wir schon mal, das ist schon mal gut. Lass den noch einen Moment machen. Wir müssen jetzt runter. Und da ist aber noch nichts passiert. Das ist schlecht. Mal hier rein. Wer ist denn mit Dick beschäftigt? Keiner, ne? No Job, was ist mit ihm hier los? Aha, dann wirst du zum Miner gemacht. Fertig. Das. Ja, okay, das lassen wir jetzt erstmal so. Der ist zwar ein schlechter Miner jetzt, aber was bleibt uns anders übrig? Die Frage, wo geht der hin? Geht der überhaupt? Ja, ich glaube, das ist er hier, oder? Ja, könnte er wohl sein, ne? Aber er arbeitet hier sich auch voran. Ist zwar jetzt nicht so schnell wie der andere, aber er macht es. Zwei Felder noch. Läuft. Und das noch? Und wo geht er jetzt hin? Das ist dann die Frage, ne? Ah, noch hier oben erst. Okay. Aber da ist nicht mehr ganz viel. Da ist es auch ausgehoben. Kriegen wir da unten schon weiter hin. Da noch. Hier, da. Ah, sie arbeiten zu zweit jetzt wieder. Jetzt doch nicht mehr. Einen Stein rausgeholt, glaube. Aufräumen ist immer gut. So, noch einen und dann gucken wir, wo er dann hingeht.
Also nach unten. Sieht so aus, als ob es hier unten gleich blinkt. Ja. Ist natürlich ein wahnsinnig langer Gang, aber ist halt so, ne? Das wird dauern. Vielleicht nicht ganz so prickelnd. Ist wieder abgespeichert. Aber vielleicht entdecken wir hier irgendwelche tollen Diamanten oder sowas. Ich glaube, hier kann sowieso nur einer arbeiten, ne? Hier sieht man wunderbar den Mond. Second Limestone, okay. Die Vermutung, der wird gleich irgendwie schlafen gehen oder sowas oder was essen gehen. Was haben wir denn hier? Gneis ist das, okay. Das ist dann auch alles Gneis, aber das kann man nicht sehen. Aber da steht's. Da hat einer tatsächlich, glaube ich, jetzt. Ja, die holen tatsächlich hier die Steine weg, oder? Ja. Sehr interessant. Es wird sofort aufgeräumt. Er kommt eigentlich gut voran für seine nicht vorhandenen Künste, oder? Vielleicht kommt hier gleich noch ein zweiter dann zu, wenn das geht. Ich jetzt auch nicht mitgerechnet, dass der bis hier noch kommt, ohne dass er nicht abbricht. So, wir können ja mal gerade hier weiter gucken. Struck Gold Opal. Was ist denn das gewesen hier? Wahrscheinlich nicht, ne? Das war wahrscheinlich oben. Der Oktober, der Herbst ist gekommen. Certain Exports, okay. Dishmap Eduna. Magnetit ist das hier? Ja, das ist hier gewesen. Magnetit, ne? Oder? Kobaltit, ne? Und das? Okay. Da ist Magnetit. Das ist aber wieder Gneis. Ah, er macht natürlich jetzt nicht. Koran has arrived. Okay. Das ist klar. Ist nichts zu fangen. Macht der? Ne, der holt Steine. Ja. Okay, dann lassen wir gerade Pause reinhauen. Das müssen wir uns genauer angucken. Sodel und dann has created a masterpiece and a scepter. Okay, zwei verschiedene. Dann kann das auch weg. Rabbit hat da Nachwuchs gekriegt. The military commander Englishman is fighting. Wo? Ach, das war hier. Okay, das hat sich erledigt. Das kann dann weg. Und dann haben wir hier noch den Alert. Die Karawane ist da. Die ist aber da am Rande der Karte nicht mehr. Das kann weg. Zu unserer Basis zurück. Und sie sind hier. Und Broker Wester, der Depot Broker ist da. Ne, Broker war richtig. Aber ich kann noch nicht traden. Sollen wir gerade weiterlaufen? Stopp. So, jetzt geht hier was mit Trade. Ah, nee, noch nicht. Aha, jetzt geht was. Ich glaube da noch nicht. Da
Das müssten wir auch noch mal gucken, ne? Irgendwas hat er gebannt, aber ich sehe nicht was. Hier haben wir ja ganz viele Chicken jetzt hier drin, ne? Da passt was nicht, das ist irgendwas faul. Jetzt lass mal gerade nicht weiterlaufen, ich will jetzt gerade nur mal wissen, wie es hier weitergeht. Okay, sind tatsächlich am Aushöhlen zu zweit, aber jetzt läuft der eine weg. Der erste ist jetzt hier fertig. Gut, das bedeutet Place Structures, Furniture. Und dann da. Da. Dann können wir nochmal Structures machen und Doors machen wir um die Tür hin. Da und da. Und da geht auch schon. Lass mal weiterlaufen. Bin gespannt, ob hier was passiert. Ja, sieht so aus, als ob das klappen könnte. Drei Türen sind dann angesagt. Da kommt schon einer, bringt er was? Ja, tatsächlich. Zwei Koffer sind schon da. Also, wir müssen noch den Tomp machen, okay. Das war eine Zone, ne? Wo war das? Da. Kann man alles schon fertig machen? Nee, kann man nicht, schade. Anziehen, nochmal das Ganze, wir machen aber nur diese zwei unteren jetzt. Accept. Und dann select this option and any unassigned deceased citizen will be buried. Ja, ich glaube, das lassen wir so. Ich glaube, die müssten jetzt hier passend beerdigt werden. Achso, wir müssen das Spiel laufen lassen, damit es klappt. Ne? Könnte sein, dass da schon was passiert. Ah, der holt Steine. Die Tür ist fertig, okay. Also sie sind gut am Arbeiten erstmal gerade. Und er bringt schon den ersten Leichnam, oder? Ja, sehr gut. Das bedeutet, wir müssen da oben noch zwei Coffins reinsetzen. Da. Dort und dort. Und dann sind wir die vier, die wir haben, sind dann schon wunderbar unterwegs. Eine Tür geht da auch noch rein. Door. Also hier door. Und da können wir auch schon die Tür reinsetzen. Läuft, oder? Diplomacy. Nansporovsku. I am your liaison from the mountain homes. Let's discuss your situation. There are much to share. Information added to the version as well. Okay. So, und jetzt make request for next year's kernel. Okay. Leder, Clothes, Clothes, Crafts. Ne, Crafts brauchen wir nicht unbedingt. Small cut games, large cut games, stone dog, seeds. Plump helmets, bones. Sweet pot, seed, ein Dimple Cup auf jeden Fall, die drei Sachen. Anvil, weapons. Battle Axes und Sword Sword. Tränke sollen brauchen wir nicht, Ammo brauchen wir nicht. Gehen wir mal ein bisschen hoch. Digging Implements, Picks soll er ruhig auch eine mitbringen. Leather Armor hätten wir gerne gehabt. Helme.
Gloves. High Boots. Machen wir Trousers. Brauchen wir nicht. Spielzeug brauchen wir nicht. Instruments brauchen wir nicht. Pets, Tiere. Cow und Bull. Saw und Boar. Das reicht erst. Drinks. Bringen wir alles mit. Wenn wir genug haben. Cheese brauchen wir jetzt nicht. Powder, Extracts. Fish, Plants, Garden, Vegetables, Stone, Cages, Bags, Ropes, Barrels, Flasks, Waterskins. Was war hier drin? Ah, lass mal Charcoal vorbeibringen. Vielleicht brauchen wir das noch. Eggs, Bags, Ropes, Clothes, Threads, Tools, Tools. Das Boxen sind nicht, ich glaube. Hier brauchen wir erstmal alles nichts. Clay, Sheets, Cups, Max und Goblitz. Ne, das ist dann. Das sind die Preise, ist okay. This export agreement only applies to trades next year. Not with you any Martians currently present. Okay, ja, klar. Armor wollen sie haben, okay. Lass mal weiterlaufen. Hier. Ist, da kann jemand beerdigt werden und da auch. Das ist schon mal gut, ne? Er arbeitet da noch dran. Jetzt können wir hier nochmal eine Tür machen. Und da ist, glaube ich, dann gleich jemand schon auch beerdigt. Habe ich hier die Zone schon gemacht? Ich glaube nicht, ne? Weil das noch nicht ausgehöhlt war, ne? So passt es dann. Das können wir auch schon machen, weil auch schon fertig. Türen sind drinnen. Er arbeitet schon ziemlich schnell. Ist auch fertig. So, letzter. Ah, da ist schon jemand auch beerdigt worden. Das hat erstmal schon mal so weit geklappt. Gut, jetzt noch schnell die vier Steine, dann kann ich das auch noch zuziehen, mache noch zwei Türen rein und dann soll es für die Folge auch reichen. Doors. So, fertig. Und dann noch Furniture Burial. So, dann haben wir das. Sollte so funktionieren, oder? Jetzt müsste noch einer den vierten beerdigen, damit die oben nicht mehr da sind. Da war doch noch einer oben, oder? Es waren noch vier gestorben, oder? Hm, gucken wir mal hoch. War ja hier irgendwo vor unserer Tür, wo war das? Da. Zwei Skeletons, aber das sind, glaube ich, jetzt die Sachen von dem anderen da, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist sonst hier keiner mehr. Ich gehe fast von aus, dass wir das gerade nicht mitgebracht gekriegt haben, dass das hier einer noch runterbringt, oder? Ein Lamm ist geboren. Eine Sitcoffin ist unterbrochen, okay. Fisch. Das Sektor cancelled, okay. Brauchen wir nicht und hier. Okay, aber irgendwie fehlt mir ja nur einer, ne? Was macht er hier? Das ist ein Child.
Da ist jemand dran. Ach, sind Dwarven-Child, sogar was da gestorben ist. Und das auch. Es waren alles Kinder, die da gestorben sind. Das ist ja ganz krass, oder? Warum stand das da jetzt so? Steht immer das Gleiche an dem Tomb. Da ist jemand anders schon dran, definitiv. Das habe ich jetzt nicht verstanden, ne? Okay, aber wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video von einem Kanal teilen. Sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.